Hier vom Blaubergstrand hat man den besten Blick auf Kapstadt mit seinem berühmten Tafelberg. Vom Gästehaus sind es nur 15 Minuten bis dort, um die wagemutigen Kitesurfer zu bewundern. Vielleicht versuchen sie es ja selbst einmal. Ebenfalls in 15 Minuten erreicht man die Busstation Tableview, um mit diesen modernen Bussen ins Zentrum von Kapstadt zu gelangen. Ein absolutes Muss ist natürlich der Tafelberg, den man bequem mit der Gondel erreichen kann. Von hier oben hat man einen fantastischen Blick auf die Stadt und die Table Bay mit dem Blaubergstrand. Die Waterfront mit ihren Geschäften und Restaurants ist ein sehr lohnendes Ziel mit ansprechenden Weltstadtflair. Natürlich darf ein Bummel durch die St. George Mall der Fußgängerzone nicht fehlen, um dann den Green Market zu besuchen. Viele Verkaufsstände bieten hier afrikanisches Kunsthandwerk an und natürlich gibt es jede Menge Straßencafés. Am Ende der St. George Mall kommt man zum The Company Garden. Hier kann man etwas ausruhen und die Stille genießen und Kräfte sammeln für die weiteren Highlights der Stadt. Das Malaienviertel Bokap mit seinen bunten Häusern ist ein außerordentlich farbenprächtiges Fotomotiv. Es liegt am Fuße des Signalheads. Von hier oben hat man einen tollen Blick auf die Stadt beim Sonnenuntergang. Nicht weit entfernt ist die Long Street mit ihren alten Häusern. Mit diesen Sightseeing-Bussen kann man in zwei verschiedenen Touren die Stadt und die Umgebung bequem erkunden. Kirstenbusch, Hout Bay, Kemp's Bay und der Table Mountain liegen auf der Strecke. Ein Besuch der vielen Weingüter in der Region darf man auf keinen Fall versäumen. Eine ausgezeichnete Küche und vorzügliche Weine werden dort angeboten. Dies sind nur ein paar Impressionen dieser fantastischen Gegend. Wollen Sie mehr sehen? Der Film zeigt Ihnen weitere Details.